Wir befinden uns im Hause von Friedrich Zerha. Besser gesagt vom Professor Dr. Friedrich Zerha. Denn Zerha unterrichtet an der Musikhochschule die Fächer Komposition und Praktikum für neue Musik. Und das Doktorat hat er bereits vor ungefähr 20 Jahren erworben, nach einigen Studien schließlich im Fach Germanistik. Die Musik, die Sie soeben gehört haben, ist natürlich nicht von Zerha. Es handelt sich um ein Stück eines Frühbarock-Komponisten mit dem Namen Dario Castello. Und zwar meine Sonate mit dem Hauptinstrument Violine. Und da ergibt sich schon ein Verbindungspunkt zu Zerha selbst. Denn dieser ist ausgebildeter Violinist, Konzertgeiger, wenn Sie so wollen. Und im Falle einer solchen Sonate, die den Untertitel In Stilo Moderno hat, ergibt sich zusätzlich die Verbindung, da Zerha als Musikwissenschaftler gearbeitet hat und vor allem auf dem Gebiet der Barockmusik. In Stilo Moderno, da haben wir einen Verbindungspunkt zum Komponisten selbst, denn Zerha ist ein Komponist des 20. Jahrhunderts und er schreibt sogenannte moderne Musik und das möchte ich hier nur als Schlagwort aufgefasst wissen. Zerha hat als Eigenpersönlichkeit nie irgendeiner Schule nachgebetet oder irgendetwas gemacht, das man woanders schon ausgeprägt hätte finden können. Wenn es ein Vorbild gegeben hat, so können wir die österreichischen Komponisten des Anfangs des 20. Jahrhunderts nennen, wie zum Beispiel Schönberg, vor allem Berg und Webern. Aber das sind Ausbildungsstufen, die wohl ein jeder Komponist durchmacht, soweit er sich mit der Musik des 20. Jahrhunderts identifiziert. Ich habe zuvor Schönberg erwähnt und da fällt mir ein, dass Friedrich Zerha als Mitbegründer des Ensembles Die Reihe, das wohl eines der bedeutendsten Ensembles für neue Musik überhaupt ist, sich auch der Pflege der Musik Schönbergs und der Wiener Schule gewidmet hat. Ich darf dich fragen, lieber Freund, hat das einen programmatischen Bezug und hat überhaupt auf dein eigenes Schaffen die Arbeit mit diesem Ensemble, deine Arbeit als Dirigent neuer Musik, Einfluss genommen? Meine sporadische Tätigkeit als Dirigent in früherer Zeit hat zunächst mich also kaum tangiert. Als ich dann für alle Beteiligten außerordentlich schwierige Werke einstudieren musste mit meinem Ensemble, gewann das Dirigieren natürlich dann ein anderes Gesicht, ein anderes Gewicht für mich und gleichzeitig das Verhältnis zwischen der Musik, soweit sie am oder im Papier sozusagen ist,
und dem, was eigentlich an unser Ohr dringt, interessiert mich ja noch immer brennend, und die Auseinandersetzung ist natürlich durch meine Arbeit eine sehr intensive geworden. Friedrich Zerha ist im besten Sinne des Wortes ein moderner Komponist, also kein modischer Komponist. Ausschlaggebend hierfür ist, dass er in seiner Entwicklungszeit selbstverständlich die Anregungen der Musik des 20. Jahrhunderts aufgegriffen hat. Nur hat er sie nicht sklavisch nachgeformt, sondern hat seine eigene Persönlichkeit investiert, und die steht nun wieder, wenn man so sagen darf, in der guten österreichischen Tradition. Das heißt, bezogen auf die neue Musik und besonders auf die Musik Zerhas, dass der Klang im Vordergrund steht. Das hat es schon bei Mahler gegeben, vorher schon bei Bruckner, dann bei der Wiener Schule, wie zum Beispiel bei Berg und Webern. Und von dieser Linie her ist auch die ganze Musik Zerhas zu verstehen und von diesem Komponisten weiterentwickelt worden. Selbstverständlich hat Zerha auch die Anregungen der Jüngsten seiner eigenen Generation aufgegriffen, hat sich mit der seriellen Musik, mit der nachseriellen Musik befasst, ist aber nie in einem dieser Schemata hängen geblieben. Das gilt selbstverständlich auch für seine frühen Werke und für seine späten. Klar ist dabei, dass der Klang im Vordergrund geblieben ist, dass sich die Musik vervielfältigt hat in sich, dass geradezu ein biologisches Gewebe in den Zerhaschen Stücken entsteht, also kleine, fein durchgearbeitete Formen und nie etwas Zufälliges, nie etwas, was dem Augenblick überlassen bleibt. So auch in den Spiegeln 1 bis 7. Diese Stücke sind vielleicht als Hauptwerk Zerhas anzusprechen. Hier werden ganze Orchestermassen in Bewegung gesetzt, und hier ist dennoch jedes Detail durchgeformt, durchorganisiert, aber nicht organisiert im strengen Sinne, sondern im Sinne einer freien, schöpferischen Gestaltung.
Zerha hat sich auch mit der Musikbühne befasst, aber nicht im Sinne einer herkömmlichen Oper, obwohl er gerade jetzt an einem Werk arbeitet, das letztlich vielleicht doch die Form einer Oper gewinnen wird. Auch hier muss ich die Spiegel nennen, für die es ein Libretto gibt und die für eine szenische Darbietung konzipiert sind. Natürlich kann man auch Instrumentalmusik auf die Szene verpflanzen. Das ist zum Beispiel in der Wiener Staatsoper geschehen, und zwar mit dem Orchesterstück Relazioni Fragili, ein Kammerorchesterstück, in dem das Cembalo eine wichtige Rolle spielt und das nun in dieser szenischen Gestaltung geradezu manieristisch kontrapunktiert wurde. Eine von vielen Möglichkeiten, Konzertmusik auf der Bühne zu bringen, und durchaus eine Möglichkeit, die Zerha akzeptiert. Thank you.